Der Creator of the Year Award geht an. Dankeschön. Ja, Creator of the Year, und ich glaube, es ist notwendig, dass ich einen Blick, beziehungsweise ich will noch sagen, Riesenprops an die Video Days, dass die heute die beste Moderatorin in ganz Deutschland engagiert haben. Riesenapplaus für Aminata Belli, bitte. Genau, ich möchte einmal auf das vergangene Jahr zurückblicken, und ich glaube, ich habe ganz viel diesem einen Video zu verdanken. Top 3 Verstecke, wenn du abgeschoben wirst, Bundestag, Zitierung, bla bla bla. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, heute die Frage rauszuholen, was hat sich seitdem im Bundestag verändert? Und es ist nicht sonderlich viel. Vor einigen Wochen oder einem Monat hat erst ein Bundestagsabgeordneter am Pult eine Rede gehalten in einem zu eng gefälschten Gucci-Anzug mit einer Gucci-Cap. Und hat darauf plädiert, dass massenhafte Abschiebungen von sogenannten Talahons stattfinden sollten. Und ich kann mich daran erinnern, als mein Video im Januar online gegangen ist und die Korrektivaufdeckungen überall zu sehen waren und alle waren am Debattieren, haben wir alle davon gesprochen, dass ein Rechtsruck in unserem Land herrscht. Und wir haben alle debattiert und waren uns einig, etwas muss sich ändern. Jetzt, fast ein Jahr später, können wir nicht mehr über einen Ruck sprechen. Dieses Land ist rechts. Und es ist traurig, zu dieser Erkenntnis zu kommen, aber ich glaube, es ist bitter notwendig, das so auszusprechen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Creator, insbesondere Migra-Creator, hervortreten und sich trauen, hervorzutreten. Und ich kenne viele Leute, die auf mich zukommen und sagen: Tassim, ich traue mich nicht, etwas zu sagen. Ich habe Angst, wenn ich zu politisch werde, dass ich Partner verliere. An alle Medienhäuser, die auch heute hier sind, oder Brands oder Agenturen: Es ist nicht zu politisch, wenn Creator sagen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden dürfen und dass Rassismus scheiße ist. Dankeschön. Und insbesondere, weil diese Leute wichtig sind, will ich auch an ganz viele Leute erinnern, Migra-Creator, die diese Anerkennung verdienen, sei es eine Parshad, eine Maram Haram, ein Anwar, ein El Denno, der TikTok Deutschland komplett dieses Jahr auf seinen Schultern getragen hat, der viel mehr Wertschätzung verdient, ein Abdi Rexman. Es reicht aus, wenn ihr euch einfach sichtbar macht. Es gibt so viele Kinder da draußen, denen das viel bedeutet. Und auch die Pistaziencreme von Kiki's Kitchen. Ich habe dich in so viel Schokolade gesehen dieses Jahr. Du bist auch Creator of the Year. Was wollte ich noch sagen? Danke, Mama. Mama, ohne dich. Du bist die haltende Säule meines Lebens. Und danke euch. Danke für den Abend. Dankeschön.